Leute, wie ihr wisst, die Civil War Phase hat jetzt angefangen. Wir haben jetzt die letzte Aktion, haben wir ein bisschen schon mal Vorkehrungen gezogen. Leute, wir wollen das Ding auf jeden Fall kriegen. Deswegen Eiskrieg auf die 1, lasst ein Like und ein Abo da. Aber Freunde, heute sind auch mal wieder ein paar gute Neuigkeiten. Und zwar, wie ihr wisst, haben wir Max eine Aufgabe gegeben, dass er einen der Antihelden besiegen muss. Und diese hat er gemacht, Leute. Also werden wir heute dann iCryMax aufnehmen. Ich werde mich noch gleich mit Arrive und Rhiney treffen. Sue ist leider nicht da, Leute. Der ist gerade unterwegs. Der konnte nicht. Wir haben ihm mal Bescheid gesagt. Er meinte, macht's ohne mich ruhig. Deswegen noch nicht denken, irgendwie, dass wir so ohne Sue hier durchziehen würden. Aber wir müssen auch ein paar Sachen machen. Besonders, weil jetzt diese dicke PvP-Phase losgeht. Genau aus diesem Grund werde ich jetzt meine Diamantsachen nach langem wieder anziehen, Freunde. Wir werden auch unsere PvP-Equipment ready machen. Das sage ich euch auch ehrlich, so wie es ist. Ich sortiere das mal alles hier gerne, Leute, damit ich mal weiß, wo ich zugreifen muss. Ja, schaut mal an, Leute. Hier, Enderpearlies, 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 Enderpearlies. Schilder habe ich auch immer welche dabei. Hier ist mein 4.0 Schwert, Leute. Damit werde ich die Gegner dann hoffentlich klatschen, Freunde. Ja. Blöcke haben wir auch am Start, Leute, zum Bauen auch, ehrlich gesagt. Mach ich mal ganz kurz so, mach ich das hier mal weg. So, so, so. Das ist meine Schärfe 5 Axt. Ja, so ein Trank kann eigentlich nie schaden, wie wir das wir den mal dabei haben. Amir? Oh, Leute, der ist schon da. Wife! Oh, was geht? Bin oben in meinem Turm. Ja, ich komme hoch. Jo. Was können wir noch gebrauchen? Goldäpfel haben wir genug. Und jetzt brauchen wir klar unsere Cobwebs. Leute, ich habe noch viel mehr, aber das sind die, die ich immer dabei habe. In meinen Geheimbunkern habe ich noch mehr. Was geht, was geht, Bro? Was geht? Bin ich gerade ich habe gerade wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 Stacks Enderpearl gefarmt. Ich habe ja gut an Goldäpfel nochmal gefarmt. Nur noch 42 Äpfel an sich. Ich brauche noch ein bisschen mehr Gold. Das strong. Oh, Rhiney ist auch da. Let's sehr go. Gut, sehr gut, sehr gut. Weil, hast du mitbekommen, was passiert ist? Nee, was denn? Mit Max? Wurdest du angegriffen? Nee. Der hat seine Aufgabe erfüllt. Hat er jemanden gekillt? Der hat Blackjack aus dem Projekt geworfen. Blackjack ist ein Anti-Held. Komplett? Komplett. Ein Herz. Komplett, ja. Oh mein Gott. Er hat ihn, damit ist Blackjack der erste Spieler, der raus ist, komplett. Ja, ja. Er ist komplett rausgeflogen. Bro, was? Danny hat es wirklich geschafft, länger zu überleben als jemand anderes. Digga, wie kann das sein? Keine Ahnung. Und da ist der andere. Warte, warte, warte. Rhiney, ich mach den Block auf. Oh ne, du kannst ja mit Wasser hier hoch, ne? Was geht ab, Jo? Was geht? Was geht? Na? Na, Bro, Blackjack ist komplett raus aus dem Projekt, ne? Wie? Max hat ihn gekillt. Max hat die Aufgabe erfüllt. Oh, okay, deswegen meintet ihr. Ja, ich check. Digga. Also, müssen wir den jetzt rein Twitch aufnehmen? Komm mal, Dings da geleakt. Was denn? Koordinaten. Ja, wahrscheinlich fake. Ich hab mal gerade einen Screenshot gemacht, ne? Nur mal zu, einfach mal auf, nur mal zur Sicherheit. Ey, ja. Jungs, okay. Eine Sache noch, kurz, die will ich kurz ansprechen. Ja? Yami hat gestern versucht, mir eine Falle zu stellen, so richtig schlecht. Bro, ab morgen klatschen wir Yami direkt auch weg. Bro. Ganz einfach. So wir klatschen ihn so weg. Lass ein bisschen suchen, wir müssen ihn einfach suchen und dann pop, 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 pop. Ja, Mann, safe. So, aber egal. Ist Max. Oh, Max sogar online. Oh, oh, ja, sollen wir dem sagen, dass er herkommen? iCryMax, bitte befinden Sie sich. Ey, Bro, ich war wieder Enderpearl. Ich seh ihn. Warum ist er da halb nackt? Lol. Hä? Der steht da ohne Rüstung. Wo denn? Warum ist der nackt? Ist der lost? Ja, das ist Mittelinsel. Ja, okay. Ja, aber nackt, nackt, Bro. Ich meine nicht nur die Rüstung, Jungs? Bro. Wollen wir runtergehen? Ist nicht ein bisschen kalt hier? Ja, lass runter. Ach, ich hab kein Wasser. Ist dir nicht kalt? Bro, ist dir nicht kalt? Yo, moin. Alles gut. Nee, so kalt ist mir gar nicht. Okay, ein bisschen ist schon kalt hier auf dem Eis. Aber ich dachte mir, falls. Ja, vielleicht kriege ich auch so einen coolen Anzug. Vielleicht kriege ich ja heute auch einen coolen Eiskrieger-Anzug. Deswegen bist du hier. Ja, ich habe meine alten Klamotten schon verbrannt. Guck mal ganz kurz. Wir haben uns gerade nochmal besprochen. Ja. Also, ich glaube, mit dieser Entscheidung haben wir uns erstmal so ein bisschen übernommen wegen Eiskrieger, weißt du? Du hast jetzt halt Blackjack rausgeholt. Aber wir würden. Bro, Sue ist auch gerade nicht da, so. Ja. Wie werde ich jetzt? Ab morgen gibt's die PvE-Insel auch nicht mehr, also. Aber. Und vor allem, du stehst jetzt hier einfach so vor uns. Ihr wollt mich gar nicht dabei Rüstung haben, ich so. Hab meine Klamotten schon verbrannt. Och, Mann, ey. Hä, was soll das denn? Ey, wollt ihr mich jetzt killen hier oder was? Max, Bro, du hast keine Rüstung an. Rüstung.
Okay, gut, Leute, okay. Anlegen. Oh, oh. Der Bogen anlegen. Okay, gut, ey, der Jungs, entspannt Spaß, euch. Spaß. Hey, warte, Junge. Mann! Was machst du da? Was macht ihr? Die Kumpels kommen mit Schere abbauen. Mann, oh, ey. Sorry. Ich will 4 Kumpels haben von irgendwem von euch. Ey, ich dachte schon, ich dachte jetzt nicht, dass ihr mich killt, aber ich dachte schon, ihr habt euch das echt hier anders überlegt, ey. Junge, du hast einfach Blackjack aus dem Projekt komplett rausgebannt. Digga. Ja, klar. So. Das war der Max. Erste. Ich mach das alles, um Eiskrieger zu werden. Das ist ehrlich. Und ich sag mal so, ich hab da noch jemanden zweiten, den ich aus dem Projekt heute noch raushauen will. Max hat Blut geleckt. Da will ich, aber machen wir erstmal eine Sache, weil dafür könnte ich auch noch eure Hilfe gebrauchen. Aber kümmern wir uns erstmal um eine Sache, ja? Erstmal eine Sache. Und zwar. Ja, warte, Jungs, Lukas. Ihr beide wartet mal hier kurz. Komm mal kurz mit, Max. Was hat Rainy da auf dem Kopf? Ist das ein Opossum oder so? Ey, ja, frag mich nicht, Digga. Der Junge hat wirklich. Keine Ahnung, also. Okay, warte, wir warten mal hier. Oder warte, geh schon mal in meinen Tower kurz. Okay. Okay. Also, Jungs, ich. Ja, ich kann dich wirklich den Helm nicht ernst nehmen. Machen, ne? Oh, das ist der beste Helm, den ich nehmen kann, Mann. Ja, egal. Wirklich, ich schwöre. Ja, okay, soll ich ihm jetzt hingeben? So? Ja, komm, oder? Ja. Guck mal, er hat sich bewiesen, er hat Blackjack geklatscht. Ja. Das, guck mal auch, wie schnell, er hat es direkt gemacht. Ja, das stimmt. Und sein Herz, das steht halt nackt. Ja, komm, gib mir was zu machen. Also ihr zwei passt echt gut ineinander, Digga. Der mit so einem Opossum auf dem Kopf und der andere mit Unterhose unterwegs. Also was haben wir, eigentlich aus den Eiskriegern gemacht wieder? Bro, ich weiß es auch nicht, Mann. Und es kommt eine Woche Herz nehmen, jetzt fängt das ja wieder an. Nein. Das Schöne. Digga, bist du ready? Ich bin sowas ready. Ich muss meine Rüstung noch tauschen. Ich habe noch eine reparierte. Ich habe noch eine unreparierte Rüstung, die ich jetzt noch anziehe. Heute am letzten Tag und ab morgen, Bruder. Ich will extra noch Diamanten dabei auch immer zum Insta reparieren und so einen Amboss. Müssen wir eigentlich auch mal dabei haben. Ja, ich muss jetzt alles noch in den Zellphone bringen und dann equip ich mich einmal komplett für einen. Ich sag dir, hart auf hart, Amboss dabei zu haben mit Diamanten ist auch nicht schlecht. Dann perlt sich zweimal weg und wenn du genug EP hast, bam, bam, machst du den Helm reparieren und dann kannst du halt so weiter. Ja, Bro, jeder lockt sich heute ein, ne? Banks ist am Start. Krass. Das ist schon wild, Leute. Digga, Bam, ich sag ehrlich, guck mal, ich call jetzt Banks, wird so ein Prime-Ziel werden. Bro, wir müssen den klatschen. 100%. Wir müssen die Ampelkrieger zerstören. Das Ding ist, was sie nicht checken, die Ampelkrieger laufen alle mit dem Herz rum. Also ein Fehler und wir erwischen die und die sind dann so geisteskrank geschwächt. Und die meisten Ampelkrieger werden ja ihre ganzen Sachen im Rucksack dabei haben, ne? Weil die ja eh keinen Respawn mehr haben. Und weißt du, was das Schöne ist? Wir werden sie erwischen, Bro. Wir werden sie erwischen. Leute, und den werden wir auch erwischen, unten links. Denergy HD, Digga. Oh mein Gott, lass ihn jetzt schon. Guck mal, wie viele online sind, das ist so krass. Bro, der kann sich schon drauf freuen. Wenn er nicht mehr auf dieser Insel da immer abhauen kann, sich verkämpfen kann, Junge, wenn ich ihn einmal sehe, Bruder, dann tschüss. Jetzt kann jemand Steak essen geben. Warte, komm. Oh, Bruder, Energy! Niemals! Komm, Eis in dich, ich geb dir ein bisschen was zu essen. Ich geb dir so 30 Steaks. Bro, was war was für mich? Habt ihr ein bisschen Fleisch? Ja, ich hab einen Steak wieder gefarmt irgendwo, aber den muss ich aus Natur raus. Ich geb dir gerade ein bisschen 15 hier. Nur ein paar, das wäre geil. Boah, Ehre. Danke. Ich hab da auch Army gestern die Farben noch ein bisschen anders gemacht. Max ist wieder da, glaube ich. Oh, okay. Jetzt bin ich gespannt, Jungs. Okay. Jetzt, ich hoffe, er weiß, was runterkommen soll. Einfach noch ein Mitglied für die Eiskrieger. Bro, wir sind 5 Leute jetzt. 5 Leute gehen handeln. Dadurch werden wir aber auch zu einer größeren Angriffsfläche, muss man sagen. Aber unsere Kampfkraft steigt natürlich auch. Hinter uns hast du. Ja, aber die hast du Nummer 1. Hier schon die 30 Steaks. Danke, Bro. Kein Ding. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich bin jetzt auch gespannt. Also wirklich, guck mal, ganz kurz, Reini, guck ihn dir an und dann guck dich mal selber bitte an auch. Jungs! Oh mein Gott. Ich kann mir vorstellen, Stani, der neue Eiskrieger. Oh mein Gott. Eiskrieger Trimax. Let's go. Bro, Alter, geil. Downgrade von einem Paulberger König. Junge, was laberst du da? Hey. Ja. Was haben wir ab jetzt hier? Junge, zieh Leine. Alter, Reini, danke so für den krassen Skin. Das sieht echt gut aus. Let's go. Alter, oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Danke, Jungs, dass ihr mich aufgenommen habt. Ein Mann, ein Wort. Bestanden. Klar, ey, Lukas, ich hab noch eine kleine Überraschung für dich.
Und zwar, ich habe gesehen in den letzten Videos, du bist irgendwie immer mit einem Boot unterwegs gewesen und hast gar keine Schwimmschuhe mehr. Ich sag mal so, ich habe von Blackjack welche abgezogen, die kannst du Oha! Ehre! Ja, ja, ich verzauber mich die und dann gib ihm. Ja, bist du schneller auf dem Wasser unterwegs. Ein Macher. Warte, warte, Blackjack, keine Verzauberung drauf? Nee, die waren genauso. Oh, was war der Typ? Okay, jetzt wollen wir auch gar nicht mehr. Danke, danke, danke. Oh mein Gott. Ja, Kuss, Jungs, Kuss, Jungs. Die kriegt man aber nicht das so? Ding ist, ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich fühle mich sehr, sehr gut, dass ich nicht mehr alleine unterwegs bin. Die Paulberger Ritter haben sich ja leider aufgelöst. Jetzt habe ich wieder eine Gruppe im Rücken. Let's go. Ja, hey, eine Sache muss ich noch zeigen. Kommt mal kurz alle mit. Okay. Alle Eiskrieger. Ich habe gestern noch eine Sache für uns besorgt. Wir müssen mal hier auf den erste Etage hoch einfach. Ja, ich weiß nicht so. Ja, okay, gucken wir mal. Oh Gott, bitte. Oder sagst du lieber nicht zeigen? Nee, alles gut. Zeig mal, ich bin sehr gespannt. Wie? Was hast du damit gemacht, Bro? Ich habe nichts gemacht, Bro. Bro. Ich hatte eine Maus. Siehst du was? Ja, aber guck mal, was hier ist. Oh oh, hier sind Löcher. Warum sind hier Löcher? Nein. Da vorne ist auch ein Loch. Bro, die ist wahrscheinlich runtergejumpt und tot. Die Maus ist abgehauen. Bro, warum hast du hier Löcher drin? Ja, gut, dann lass Bro. Digga, Arrive, die springen auch über einen Block drüber, ne? Das weißt du. Ja, ich verstehe auch nicht. Bro, er macht sich hier so auf die erste Etage so komplett unsicher. Also, du wolltest uns jetzt eine Maus zeigen und jetzt ist er abgehauen. Nein, ich wollte euch die Aussicht zeigen, Jungs. Was labert ihr so? Ja, gut. Ja, wow. Ja, super. Geil. Geiles Haus hier, Bro. Ey, Arrive, ich zeig dir, was du hättest machen sollen jetzt am besten. Ja. Einfach mal ruhig sein. Oh mein Gott. Ja, strong, strong. Ja, okay. Ja, aber ich wollte ja noch kurz was mit euch besprechen, meine Eiskrieger. Ey, warte, dann Amir, komm doch mal hoch am besten. Ja, Amir, komm mal hoch hier. Und da. Okay. Das Ding ist, ich bin ja jetzt hier einer von euch und da müssen wir natürlich auch alles in der Gruppe besprechen. Und zwar, es gibt, ich habe ja so einen kompletten Rachefeldzug gegen die Antihelden gemacht. Also ich habe Yami ausgeschaltet, ich habe Danity ausgeschaltet, Blackjack, aber es gibt da noch einen, der fehlt auf meiner Liste und zwar jemanden, der mich am allermeisten verraten hat, von allen. Ja. Wirklich allen, der am Anfang schon Paulberger Ritter verraten hat. Danity? Und zwar IT. Mit IT hatte ich auch früher Stress gehabt. Der schlimmste von allen. Ja. Paulberger Ritter schon verraten, mit Antihelden hat er auch was damit zu tun, also ganz, ganz eklig. Und das Ding ist, ich habe eine Quelle und ich habe eine Ahnung, wo er sein könnte. Weil Blackjack hat mir, ja, bevor ich ihn eliminiert habe, hat er mir noch eine geheime Base von denen gezeigt und hat mir erzählt, dass sie da wieder gemeinsame Sache machen wollen, also IT und Blackjack. Das Ding ist, IT ist nicht Blackjack schlecht. Blackjack wird nicht mehr kommen. Ja, Blackjack wird nicht mehr kommen. Blackjack. Aber IT ist jetzt auch nicht so schlecht und ich wollte fragen, ob jemand vielleicht mit dabei ist, ihn zu eliminieren. Ja, 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 ja. Ich hatte früher selber Stress mit IT gehabt. Ich habe nur aufgehört, weil er bei dir doch reingekommen ist. Ah, okay, okay, ja, das trifft sich gut. Also, und IT okay, wollte damals Arrive jagen für Alpha-Stein, das habe ich auch nicht vergessen. Ach, echt? Ja, wir waren auf verschiedenen Inseln, deswegen habe ich schon mit dem Beef angefangen, weil der gesagt hat, dass er dich jagen will. Es gibt so viele Gründe, den Typen auszuschalten. Aber was hast du für einen Plan? Also, wie willst du es machen? Ja, das Ding ist, also, ich vermute, dass er da bei der Base ist und ich würde ihn jetzt einfach halt abfangen, ne? Also, wenn wir halt zu zweit sind, dann. Also, wenn der Army noch mitkommt auf die Mission, dann. Ja. Oh, lecker ja, Schmecker für also Spaß. Zweit sollten wir den ja auf jeden Fall schaffen. Bam, IT! Bam, IT! Bam, IT! Ja, ich bin bereit. Okay, ja. Ja, also, das Ding ist, wenn wir ganz auf Nummer sicher gehen wollen, können die natürlich auch mitkommen. Dann sind wir sogar zu viert und packen uns den. Bro, es geht um IT und nicht Dr. Banks. Die schafft das doch alleine. Aber wenn irgendwas ist, könnt ihr jederzeit schreiben, ist klar, ja. Aber. Okay, ich glaub, alles ich würde weiter farmen gehen. Wo ist das denn ungefähr? Ist das weit von hier? Das ist auf der Startinsel, also auf, von uns da. Okay. Also schon ein bisschen paar Blöcke weg auf jeden Fall. Ja, ja, dann wissen wir schon mal Bescheid, in welche Richtung wir kommen müssen, falls irgendwas ist. Falls was ist, aber ich denke jetzt, das IT sollten wir auf jeden Fall zu zweit schaffen, ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, Jungs, dann vielen Dank und dann würde ich sagen, wir brechen auf. Hä? Wo ist der Bogen? Das war ein Skelettbogen. Ein kaputter Boden. Na gut. Okay, tschüss, Jungs. Komm mal hier. Aber Max? Ja, wo kommt man denn runter? Hier. Ich hab weggebaut wegen der Maus. Naja, komm, na, red nicht mehr. Also hier hinten ist sogar was zum Hochgehen. Also hier irgendwann. Ja, Max. Hier. Wenn wir IT jagen, ich weiß nicht, wie viel du hast, dann lass mal hier, warte. Eins, zwei Stacks nochmal. Boah, was? Alter Ehre, vielen Dank. Okay. Das Ding ist, ich hab noch. Hast du ein paar Äpfel noch? Also ich hab ziemlich viel Gold, aber keine Äpfel. Ich hab 42 Äpfel ohne Gold. Alter, ja, Bro, dann warte mal, lass mal noch ein paar Goldäpfel machen, bevor wir losgehen. Komm, gib, warte, du hast das Gold, du hast das Gold schon, ne? Ja. Wie viel Gold hast du? Ich nehme einfach alle Äpfel, ich splitte alles auf und dann die Goldäpfel, die ich gemacht habe, die teilen wir durch zwei. Ja, kann man machen. Zack.
Zack, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Boah, ey. Bro, wir sind einfach wie so eine Einsatztruppe. Rücken wir jetzt los, Bro, und schnappen uns IT. Geil, geil. Wir sind generell immer gut vorbereitet. Ja, ich merke schon. Und zack, zack, zack. Einen können wir noch machen. 3 Gold habe ich noch. 3 Gold. Sehr schön. Perfekt. 3 Gold? Ja, du brauchst 8 Gold. Ich habe auch noch 3 jetzt. Okay. Ja, nee, zack, hier, das waren die restlichen Äpfel noch. Ja. Okay, ich hatte 29. Okay. Warte. Ey, Jungs, so, und jetzt 33 haben wir gemacht. Jungs. Er hat sie gefunden. Ja. Oh, wir haben sie gefunden. Alter. Hier, warte. Das bringt euch vielleicht auch noch weiter hier. Ja, könnt ihr direkt. Ja, ich weiß. Ja, könnt ihr gleich. Warte, kommt mit. Ich habe unten so einen Miniraum, wo Eis ist. Wenn ihr die damit füttert, dann kriegt ihr den Speedbuff. Ja, ja, wir kriegen den Speedbuff. Das Geist kann ich mit. Lol. Okay, ey, warte, Armin, deine Goldäpfel. Deine Goldäpfel. Wie viele? Hier, 17, also 31 oder 32 oder so waren es. Oh, gar keine Böcke. So. Da willst du. Ja, da, den Raum. Bau da einfach zu. Da oben oder unten? Okay. Warte. Ey, ich hab das noch nie mit diesen Mäusen gemacht. Und jetzt da aufmachen einfach. Aufmachen. Okay. Ja. Oh. Wer hat mein Schwert gejobbt? Ich baue gerade irgendwie so, dass die Maus da rein kann. Bau, Max, du hast gleich 10 Minuten Speedboost. Ist doch so, Speedboost. Oder? 10 Minuten. So geht das doch, oder nicht? 10 Minuten. Zeig mal, ja. Musst du gehen. Vorsicht. Okay, ist so ein Eisraum. Gut. Aber da ist Wasser links, ne? Aber da kann sie ja nicht raus. Ja, ihr müsst bis auf Seite. Warte, warte, ich will das Wasser zumachen, Bro. Wir alle gucken, wow. Ihr könnt unter uns ja noch einen wegbauen. Ihr steht noch ja, eins hoch. Nee, warte. Ich komme von außen. Ich komme vom Wasser unten. Oh, da kommt sie nicht durch. Da kommt sie doch nicht durch. Ich bin hier. Kommt sie nicht durch die Kiste. So, und jetzt macht ihr einfach, einmal füttern, oder was? Ja, ja, genau. LOL! Und jetzt sprinte mal und spring. Yo! Digga. Und schwimm mal, warte. Hast du Wasserläufer 3 auf deiner Rüstung? Den schon. Nee. Aber auf den Schuhen. Oder mit ja, den Schuhen, Digga. Guck Lol. Mal. Geh mal, schwimm mal, schwimm mal. Okay, okay. Tauch mal. Nicht schwimmen, du Yo. Musst tauchen. Ja, ich kenne den Effekt schon, Leute, das Geist ist krank. Und damit wir ganz schnell bei IT sein. Alter! Ist das krass. Das ist echt geil. Boah, Wasser, mit Wasserläufer ach, doch, warte, ich hab so Wasserläufer 3. Ich hab so. Oh ja, mein jetzt. Gott! Zieh mal diese anderen Schuhe an. Delfin finden. Digga, Bro, komm, jetzt noch Delfin, dann ist Game Over. Zu, Nee, ihr Jungs, ihr müsst diese anderen Schuhe anziehen, dann seid ihr noch mit schneller mit Wasserläufer 3. Okay. Alter, ey, ich bin mal raus, ne? Hau ja, ja, mach's gut, ciao. Armia, sollen wir Gruppe machen? Ja. Oh mein Gott, wie schnell man mit diesen Schuhen ist, ey. Ja. Mir? Ja, 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 ich bin da. Okay, komm Richtung Mittelbase. Das Ding ist nämlich, die wollten nämlich wieder diese, ich kann es dir ja auf dem Weg schon mal erklären, also lauf einfach Richtung Paulberger Ritterburg und dann rüber auf die Startinsel, ne? Okay. Oder wir können ja auch zusammenlaufen, ist ja noch besser. Hey, wurde gesprengt? Was wurde hier, das ist doch die Mittelinsel, hier darf man doch gar nicht sprengen. Nee, das ist nicht die Mittelinsel. Wo wurde was gesprengt? Nee, da wo ich jetzt gerade bin. Hier, wo ich jetzt gerade bin. Ach, das ist Wife, den ich gerade angucke, sorry. Meinst du beide jetzt den Statuen? Ja, 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 genau. Ja, also dafür gab es irgendwie Gerichtsverhandlungen, da wurden Leute für gebannt. Alter, okay, krass. Ja, also ich schwimme gerade. Okay, gut. Und diese Eisbahn schwimme ich gerade vorbei. Ah ja, da bist du, da hinten. Okay, warte, ich sehe dich. Okay, let's go. Also dann kurz zur Besprechung, damit du Bescheid weißt. Ja. Und zwar, die wollten wieder diese komischen Schamanenkrieger, wie am Anfang machen. Oh nein. Genau, und das weiß ich nämlich. Das haben die mir nämlich verraten. Und Blackjack hat mir nämlich auch, weil der selbst zuerst IT verraten wollte, hat mir da irgendwie so eine TNT-Falle gezeigt. Ja, in ihrer alten Base. So, oh. Yep. So, in ihrer alten Base so eine TNT-Falle gezeigt. Ja. Und da wollten die nämlich wieder gemeinsame Sache machen. Und ich habe IT jetzt auch hier schon die ganze Zeit nicht mehr gesehen. Ich wette, der ist da bei sich, also bei dieser neuen oder alten Schamanen-Base, was sie da wieder machen wollten. Weil ich habe den schon ewig auch, ich suche den jetzt wirklich schon die ganze Zeit, seit Tagen. Und ich habe den hier nicht mehr gesehen hier auf der Hauptinsel. Ich wette, der ist da bei der Startinsel. Ja, lass uns gucken, lass uns abchecken. Wenn er da ist, dann können wir Zugriff machen. Oh, guck mal, hier rechts. Hier rechts müssen wir, ne? Ja. Nee, weiter geradeaus. Also wir müssen ja, genau, auf die Startinsel. Ah, okay. Ja. Steig ein. Let's aber ich glaube, hier ist gleich Schluss. Ja, bis gleich. Wir sind schon richtig. Okay, wir sind richtig. Also da schon, okay. Alter, wer hat eigentlich diesen krassen Highway gebaut für Nutzung? Easy. Bla, 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 ja. Ja, wahrscheinlich zahle ich jetzt einen Dia, weil ich das soll benutze. Soll die den Diamant mal einfordern bei mir? Ja, soll die ist auch kommen. Jemand, auf dem ich gehen werde, sobald ich sie sehe. Alter, zack, zack. Ey, man ist so schnell mit diesem Boost. Da geht es ja in Schuhe wieder umzuziehen, ne? Ah ja, ich hab die Diamantschuhe an. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber zu der Schamanenbase. Ich hoffe, dass wir da in der Nähe IT finden und dann können wir uns den packen. Und dann haben wir wirklich alle Verräter ausgeschalten. Und IT ist dann auch aus dem Projekt gebannt. Checkt ihr das? Das ist auch einfach sein letztes Herz. Digga, also das direkt fängt mit der Rampage an, ne? Du hast den ersten Kill gemacht für die Eiskrieger, danach die Eiskrieger nochmal direkt einen Kill gemacht.
Digga. Ey, ich bin aber richtig glücklich, jetzt wieder so eine Gruppe zu haben mit Eiskrieger. Weißt du, jetzt können wir so zusammen umlaufen, auf Missionen gehen. Sagen, nicht mehr Max. Alleine. Ey, ich freue mich richtig. Seit Tag 1. Richtig. Wir können so richtig Taktik machen, aufteilen. Zwei Leute jagen den, zwei den, bam, bam, bam. Oh, ich sag, das wird gottlos. Geil. Ich sag dir echt, das wird echt gottlos. Das wird echt crazy. Okay, Freunde, aber ich würde sagen, wir laufen jetzt mal kurz rüber und ja. Ich hoffe, dass wir Glück haben und ihn da treffen. Let's go. Bis gleich. Okay, Armee, da vorne müsste die Base sein. Bist du ready? Digga, ich bin ready, Bro. Okay, warte mal. Hast du ihn schon gesehen da vorne oder was? Nee, aber ich sehe das Schamanengebäude da drin. Okay, das ist sehr gut. Warte mal, ich rüste mich hier gerade noch einmal aus. Zack, hab hier Lava, Wasser, Spinnenweben. Okay, Fight Equipment ist auf jeden Fall drin. Okay, Stark. Sehr gut. Lass mal gucken. Also er ist immer noch online. Wenn er online ist, dann... Ich höre ihn. Ich habe ihn gesehen. Ich habe seinen Helm ganz kurz gesehen. Ich habe gerade was gesehen. Ich habe gerade was gehört. RIP Blackjack. Das ist ein Grab für Blackjack. Hat er da ein Grab für Blackjack gebaut? Oh mein Gott. Lol. Ich werde dich rächen. Ich werde dich im ganzen Projekt rächen, Blackjack. Niemand wird dich bekommen. Weißt du? Hörst du das? Er sagt, er wird ihn rächen. Was redet er da? Er hat ihm ein Grab gebaut. Okay, pass auf. Wer ist das? Geh aus Gruppe raus. Bleib du versteckt. Lass dich erkennen! IT, mein Freund! Oh nein, nicht IT. Du! IT, wir haben noch was zu klären, Bro! Leute, Max ist Bro, da. Was hast du mit Blackjack gemacht? Bro, Blackjack hat mich verraten und das war der Preis, den er dafür gezahlt hat. Und weißt du was? Du hast mich auch verraten und du wirst auch noch den Preis dafür zahlen. Ich sag dir ganz ehrlich, das wäre Blackjack, wäre nicht nötig gewesen, wenn ich immer unterstützt mit allem. Ey, okay, IT, Bro. So, ganz ehrlich, Maximus. Ich wusste gar nicht, dass ich hier noch einen Hund hab. Ah, gut, okay. Dass du davon hast, Max. IT! Ja, No way! Hallo! Ich bin Eiskrieger jetzt. Eiskrieger kommen selten alleine, Bro. Bro, zu zweit? Ist das euer Ernst? Ihr ja, werdet sehen, was ihr davon habt, ey! IT! Wie schnell bist du? Wir haben den Mausbuff, IT! Wir haben Mausbuff, Bro! Oh, er ist ein Hund! Der greift an! Er hat gegabt! Chillt mal, Jungs! Wir können über alles reden! Okay, wir reden! Ergib dich! Waffenstillstand! Ja, ist okay. Ah, sorry. Okay, Waffenstillstand. Ich habe gegen euch zwei keine Chance. Ja, glaube ich auch. IT, schlau bist du schon mal. Hätte ich nicht erwartet. Okay, was wollt ihr von mir? Bro, das Ding ist, IT, du hast einfach übertrieben. Das Ding ist, du warst der allererste, der mich verraten hat damals. Der allererste, als du zum Alpha-Clan gewechselt bist und die Paulberger Ritter hintergangen hast. Dann bei den Anti-Helden hast du auch noch mitgemacht, als ich mein zweites Herz verloren habe. Und jetzt habe ich mir Stück für Stück meine Rache geholt. Ich habe Yami geholt, ich habe Denity geholt, ich habe Blackjack geholt. Und schau, wo du jetzt stehst. Jetzt stehst du ganz alleine. Du hättest bei den Paulberger Rittern bleiben sollen. Aber du hast dich einfach gegen uns gewendet. Aber ich wollte das nicht, Jungs. Wirklich. Das Bro, Einzige, IT, was ich will, ist nicht sterben, du Egoist. Dir ist auch alles egal. Ich muss den einmal schlagen, damit ich ihn auslocken kann. Ich mach alles für euch, okay? Was wollt ihr? Wollt ihr Goldäpfel? Wollt ihr Enderperlen? Ich hab so viel für euch. Ja, die kannst du uns natürlich gerne geben, aber es wird nichts bringen. Wie, es wird nichts bringen? Bro, ich sag's so, heute ist der Tag. Ein Herz hast du nur noch? Ah, das letzte Herz. Ja, heute ist der Tag. Ja, das letzte Herz. Wir wollen einfach nur, dass du nicht abhauen kannst. Ja. Heute ist der Tag, Bro. Ey, zu zweit habe ich keine Chance, Junge! Ja, gib dich! Stirb ehrenvoll! Dann ergib dich doch! Kannst ehrenvoll sterben! Oh Mann! Was ist los, IT? Das gibt's nicht! Warte mal! Ganz kurz! Hinterher! Guck mal hier! Bam! Er hat die Blume hier weggemacht! Ey, lass das Grab vom Blitzschick in Ruhe! Achtung! Alles gut! Jungs, wir können über alles reden, wirklich! Wir sind doch Freunde! Max, weißt du nicht, ich habe alles für dich getan! Na, Bro. Oh, sorry, Armin. Alles gut, ich hab geblockt. Ich block die ganze Zeit. Stark. Hey, ich kriege gar keine Hit-Sounds mit Bogen. Ist irgendwie gerade ein Bug oder so? Minecraft-Bug? Ich weiß nicht. Weiß ich. Ja, ist ein kleiner Bug, glaube ich, gerade. Chillt, Jungs! Chillt! Ja, ergib dich! Bro. Hoppa! Ich ergib mich wirklich! Ja, dann schmeiß all deine Enderperlen raus. Okay, ich schmeiß die Enderperlen raus, okay? So, ich hab sie rausgeschmissen. Bro, wie schlecht hinterher, direkt hinterher. Max, wirklich?
Bro, was wirklich, hä? Wirklich? Ich will wieder Power Mega Ritter, okay? Wir machen so wie früher. Ich brauch keiner, du Verräter! Die Zeit ist vorbei, Bro. Die Zeit ist vorbei. Die guten alten Zeiten, du weißt, das Cobblestone-Farm für dich. Ja, für die Burg. Es gab gute Zeiten, Bro, aber... Hab ihn wieder gehittet. Der ist low. Ich hab drei Herzen, Chill. Ja, hä? Okay. Digga, hä? Chillen, das ist uns doch egal, hä? Los, Enderperlen droppen. Wenn du noch eine wirfst, werde ich jagen nur noch. Ich sag mal so. Okay, hier, Jungs, hier, Enderperlen für euch. Alle. Die Goldäpfel kannst du auch hergeben. Ich sag mal so, IT. Ich sag's mal so, IT, das war's für dich. Du weißt, du siehst selbst, das war's für dich. Weißt du, was wir machen können? Lass ihn auf den Graf von Blackjack tun, dann kannst du dich daneben hinlegen und dort werden wir dich killen. Du kannst dich neben Blackjack legen. Das ist eine gute Idee. Nein, Jungs, ich will noch nicht von uns gehen. Warte mal, Ami, ich hab eine richtig gute Idee. Ich hab eine richtig gute Idee. Blackjack, bleib stehen. Mach keine Faxen. IT? Bleib stehen. Ich bin nicht Blackjack. Aber bist auch gleich so tot wie Blackjack. Dornen? Nein! So, das Ding ist, und zwar, Amir, Blackjack hat eine Todesfalle vorbereitet mit ganz viel TNT in ihrer gemeinsamen Base. IT, Bro, du kannst jetzt aussuchen, wie du stirbst. Willst du in eurer Base sterben oder willst du hier sterben? Es gibt hier keine Todesfalle. Hier ist nur eine Creeper-Farm und unsere gemeinsame versteckte Base. Ja, Bro, wenn es diese Falle nicht gibt, dann ist doch kein Problem für dich. Junge Max, es gibt keine... Ey, chill doch mal, Jungs. Es gibt keine Creeper-Farm. Es gibt keine Falle. Na gut, dann ist doch kein Problem. Dann geh doch mal in deine Base rein. Dann geht doch mal in eure Base rein. In eure neue Schaman-Base. Unsere neue Schaman-Base, gut. Ja. Dann geht doch mal eure neue Schaman-Base rein. Hast eh nichts, Jungs, eh nichts. Der hat ja immer noch Goldäpfel. Bro, ganz ehrlich, willst du jetzt kämpfen oder willst du... es ist mehr als korrekt, dass wir dich aussuchen lassen, wie du sterben willst. Okay. Zeig doch mal die Falle, zeig doch mal, Max. Ja, die ist in eurer neuen Schaman-Base. Geh doch mal in eure neue Schaman-Base. Mir reicht's langsam, ich glaube, ich kill ihn jetzt, Max, mir reicht's. Okay, wir gehen rein. Er will hier rumeiern, Bro. Wir gehen rein, Jungs, wir gehen rein. So, ich weiß, dass irgendwo hier eure Geheimbase ist, IT. IT, ja, Bro. Ja, gut. Jetzt ist ja egal, nicht? Ich werde das ja wahrscheinlich nicht überleben. Warte mal. IT, du gehst. Ich geh zuerst. Ich pass auf. Hey, pass auf, IT auf. Pass aber auf, Amir. Hier ist keine Druckplatte. Hier sind keine Druckplatten. So, zack. Ey, Max, Junge! Ja, Bro, ich muss dich ab und zu schlagen, damit komm, du dich runter, aufbauen IT. Kannst. Runter da, IT. Junge, hier runter ist eh nichts. IT. Das ist unsere erste Base. Ich weiß, dass ihr hier was Neues gemacht habt. So, IT, du kannst jetzt aussuchen. Willst du hier unten sterben oder in einem 1v1? Okay, hier ist keine Falle. 1v1? Also gegen mich. Mal so... Ich sag mal so, ich weiß von eurer geheimen Aktion, die ihr hier habt. Von eurer geheimen Falle. Ja, wo denn? Ja, guck doch mal, was hier in den ganzen Wänden drin ist. Guck doch mal, was hier in den ganzen Wänden drin ist. Ja, ey! Aber lass unsere Kisten in Ruhe. Die Items hier, da machst du nichts mit, okay? Digga. Oh, die ganze Base wird eh gleich in die Luft fliegen. Digga, Bro, das Schlimme ist, dass ich mal Items hier irgendwas nicht. Wie okay, IT! Wie fühlt man sich eigentlich so, wenn man der Zweite ist, der aus dem Projekt rausfliegt, hä? Ich werde nicht rausfliegen, ihr werdet rausfliegen! Hey! IT, wie wär's, wenn du mal langsam deine Sachen droppst? Ja, drop uns deine Sachen, Bro. Oder wir holen sie uns. Alles hergeben. Ja, gut, du kriegst dir die Sachen, alles droppen, aber... Alles droppen, oh nein, ey! Alles droppen, es IT hat so lange gedauert! So, alles herdroppen. Endlich. Was mit der Rüstung? Rüstung her. Ja, kriegst du ja, ey. Dann haben wir wenigstens noch was davon. Warte mal, ich will den Schild haben. Das Schild will ich haben. Der Hahn nicht. Ja, den Schild kriegst du. Ja, hier hast du den Schild. Ey, das ist so ehrenlos von euch, Jungs. Was mit den Goldäpfeln? Ist noch einer, dann drop die anderen. Drop. Ja, gut, hier, Goldäpfel für dich, ja, Max. Ja, danke schön. IT, ey, ich glaube, es ist mehr als korrekt, was wir hier mit dir machen. Das ist die ehrenloseste Aktion, wirklich. Ihr seid zu zweit und ich ja, hab nix. Aber Bro, wir hätten dich schon 20 Mal killen können. So lassen wir dir noch... Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Okay, einen Wunsch habe ich noch an euch. Ja, und zwar? Ich will, dass ihr mein Grab neben Blackjacks Grab baut. Weißt du was? Ich mach's sogar. Ja, okay. Gut. Wir werden hier ein Grab neben Blackjack bauen. Damit wir immer als Freunde zusammenliegen. Oh. Ja, und ich sag mal so, IT, hättest dir auf jeden Fall besser überlegen sollen, wen du hintergehst. Ey, also, das gibt's nicht. Ehrenlos. Warte mal, hast du Obsidian noch dabei? Amir? Nee, aber... Dann können wir den hier sogar noch einbauen.
Oder wie Cobweb-Stream. Bleib in Jungs! Den Cobweb-Stream. Bleib in den Cobweb-Stream. Ich will nicht jetzt schon drauf gehen. Bleib in den Cobweb-Stream. Wir sind noch nicht mal. Hey, wir sind noch nicht mal im Finale, Jungs. So. Amir, bitte, du hast doch ein gutes Herz. Ich Amir. Seit Tag 1 wollte ich raus haben. Du wolltest eine Wife jagen? Kein Ding. Hey, das gibt's so. Nicht. IT, das war's gewesen für dich. Nein, hey, bitte. Bitte, hey, Max. Auf Wiedersehen! Warte, musst du da hinten her? Hast du einmal gehittet nochmal? Warte. Hey, IT, Bro. Ja, was ist denn? Nein, Max, nein, tu's nicht. Doch, Bro, ich muss ihn. Hast du ihn gehittet? Warte, ich hau ein paar Mal. Ich hätte das hier noch überlegt. Okay, dann 30 Sekunden, 30 Sekunden, 30 Sekunden. Let's go. Sehr gut. Jungs! Tschüss, IT! Hey, ich muss hier raus. Schnell, Max! Nein! Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach du Heilige! Ach du Heilige Mutter Gottes Maria! Was? Oh mein Was Gott! Was ist das? Oh, Creeper! Max, ich bin oben raus! Komm raus! Bro, ja, komm raus! Ich bin hier unten gerade! Ich komm! Ach du Heilige! Ah, ich bin noch im Kampf! Oh mein Gott, warte, ich komm raus! Gott. Ach du Heilige, was ist das für ein Riesenkrater, ey? Also Blacktech hat auf jeden Angriff Fall richtig übertrieben. Angriff auf Eiterbeule. Eiterbeule wurde von Minecraft, wurde von iCramix besiegt. Kein Leben mehr. Alter, wo bist du, Bro? Hier. Guck mal den Krater an. Holy Macaroni. Digga, hatte, Alter. Da hatte Blacktech. Oh, mal aufpassen. Oh nein. Was hatte Blacktech da vorgehabt? Guck mal, Digga. Er hat alles sogar noch mit Obsidian gemacht, ja. damit man wirklich safe da drin stirbt. Da, IT ist seine Dings. Eigentlich müssen wir da noch an den Grabstein einmal hin, oder? Ja, lass. Warte mal, wir können den ja aufnehmen und umsetzen, dann können wir den... Ja, aber der despawnt ja irgendwann, der despawnt doch. Okay, das stimmt. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ey, Leute, ich muss leider sagen, es tut mir schon fast jetzt ein bisschen leid wieder, aber... Bro. IT, Boilerstab. Oh mein Gott. Er hat uns hintergangen, er wollte es nicht anders. Wollen wir aufmachen? Mach auf das Ding. Oh mein Gott, okay, er hat nur noch ein bisschen Müll dabei. Obwohl, nee, Cobwebs und so. Alter, ich hab wirklich seinen kompletten Harnisch auch und so, ne? Ah, der hat nochmal Boots hier gehabt. Diamantschutz 3 nur, aber geil, kann man Schutz 4 kann man noch drauf machen. Egal, nimm mit. Alles mitnehmen. Ja. Alles mitnehmen. Oh, Enderperlen, guck mal, noch Enderperlen, Bro. Die kannst du mitholen. Der Ekelhaft hat nicht alle gegeben. Ja, Bro, er hat uns nicht mal alles getroppt. Er hat uns nicht mal alles getroppt. Hier, Pfeil der Langsamkeit. Okay, sehr interessant. Okay, Lava einmal schon geholt. Ja, gut, ich glaube, wir haben ja alles. Lass hier raus. Ja. Oh mein Gott. Max? Ja? Ich würde sagen, es war erfolgreich, oder? Ey, wir waren richtig. Warte mal, ich muss hier mal erstmal rauskommen. Bro, das ist so ein Krater hier. Versuch mit der Enderperle am besten. Ob oder so. Oh. Und damit mit IT ist nicht nur IT gestorben, sondern auch diese komischen Schamanenkrieger da. RIP in Peace, Schamanen, Rest in Peace. Zwei Anti-Helden haben wir schon mal. Alter. Ja, schade, ey. Also so ein Fight wäre natürlich auch noch schön gewesen, aber... Er hatte keine Chance gehabt. Er hat halt zu zweit gegen uns auch keine Chance gehabt. Muss man auch fairerweise sagen, hat er dann auch eingesehen. Ich habe 10 Stacks Enderperlen dabei, der wäre niemals weggekommen. Ja, das... Ich habe 3 volle Rüstung dabei, ich habe 2 Stacks Goldäpfel. Oh mein Gott. Einfach der zweite Spieler, der aus dem Projekt raus ist. Let's go, Digga. Also wir gucken mal, wir versuchen... Also jetzt mit dir sind wir auf jeden Fall mit Ice gegangen auf der Killliste ganz oben. Oh mein Gott, ey, das ist krass. Okay, das ist wirklich krass. Alter, wir müssen uns auf jeden Fall besprechen, wie es jetzt weiter vorgeht. Ja, wie kriegen weiter wir vorgehen. Kriegen ich sag mal, die Ampelkrieger sind ja, glaube ich, gerade so die nach uns die mächtigste Fraktion. Ja, die werden wir uns nach und nach. Bro, du musst vergessen, 3 von denen haben nur ein Herz, ne? Oh. Banks ist der Einzige mit 2 Herzen gerade. Jetzt wird's wild. Und das Gute ist, bis auf Ryan habe ich wirklich meinen Rachefeldzug komplett durchgezogen. Ryan können wir uns gerne schnappen. Ich habe mich wirklich bei jedem Anti-Helden aktuell bis auf Ryan gerecht dafür, dass sie mir ein Herz gezogen haben. Bei Ryan, da werden die Eiskrieger sich für rächen, komplett. Weil ich glaube, den alleine zu erwischen wird schwierig. Ja, da wird schwierig. Da müssen wir so eine Gruppenaktion machen. Ja, wir werden das mal hinkriegen, Max. Wir werden ihn besiegen. Holy moly, Macaroni. Okay. Leute, das war's gewesen.
Wir waren dabei. Also für mich ist das der erste Rausschmiss gewesen. Max schon der zweite. Eiskrieger auf die 1. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein, euer Amir. Ciao.